Und zwar dann hier Kalkstein abbauen und eine Fabrik, eine Betonfabrik bauen. Bast. Ökobilanz, Werte fallen. Ganz üble Sache, ganz üble Sache. Ne? Ja, das war's dann vorerst mal, was ich hier machen kann. Hier hinten wären noch ein paar. Ja, theoretisch müsste eigentlich gar kein Anschluss da sein. Naja, das ist jetzt egal. Ah, okay. Gut. Hat das schon erledigt. Na, was heißt schon? Der hat ganz schön lang gebraucht, wenn man mal bedenkt. Hier hat er das erste Mal, glaube ich, angegriffen. Und dann hat er hier die ganze Strecke gebraucht. Wer ist es denn? Ein Journalist? Warum hier Journalist hinsteht, weiß ich nicht. Der fährt mal hier wieder zurück. Und da, der produziert jetzt erstmal ganz in Ruhe. Hier haben wir das Kohlekraftwerk, der auch ganz in Ruhe arbeitet. Machen wir noch ein zweites hin. Damit auch genügend, dass auch immer schön brav genügend Material zur Verfügung steht. Da. Haben Sie unser kleines Experiment abschließen können? Das war ein Experiment? Wo sind die versteckten Kameras? Das ist gut. Unglücklicherweise haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Geht gar nicht. Kommt ganz. Also es kommt jetzt ganz drauf an, wieder wohin es hingeht. Ich denke mal, solange es nicht da hinten hingeht, kann ich. Ich kann alles machen. Hauptsache es geht nicht hier hin. Weil dann kann ich nämlich für nichts mehr garantieren. So, jetzt heißt es erstmal wieder B. Und ein bisschen Flotti-Potti. Ist das das Resultat Ihrer Bemühungen? Ja. Ich muss zugeben, Ihre Idee ist brillant. Nee, Kriegsschiffe als Unterstützung senden. Was hätten Sie denn gemacht? Ein Handelsschiff. Oh oh, ich habe schon so eine Ahnung, wo das hingeht. Hallo? Ich glaube, es hackt, oder? Kommt da einfach so eine Viper vorbei? Ein sehr schnelles, wendiges Kriegsboot? Zack. Versenkt. Komm schon. Naja. Das machen wir schnell fertig. Warnung. Feuer entdeckt. Ups. Da hätte man sich auch drum kümmern können. Momentchen mal. Ich mache normalerweise dann immer noch einen Ring außen rum. Eins, zwei, drei, ist also gar nicht. Dann machen wir das so. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und dann hier noch. Müsste eine Gerade ergeben. So. Und dann hier jetzt die Feuerwehrstation. Mach hinne. So, da sie eh schon am Ende sind, kann ich das eine Boom-Power-Mobil jetzt zurückbeordern und ein bisschen Beton abholen. 15 Beton, passt. Oh Mann, ey, meine Güte. Ich hab gesagt, zurück. Feuergefahr eliminiert. Bin ich gut. Ah, das ist das Ende. Weil hier nämlich auch eine Belohnung dafür ausgesetzt ist. Aber nur 3000 für diese vielen Übungen. Ich hätte ganz gern ein bisschen mehr bekommen.
Aber man kann es sich nicht genau aussuchen. Obwohl, eigentlich könnte man sich's aussuchen. Ich könnte auch einfach sagen, nein. Dann ein bisschen Werkzeug mitnehmen. Dafür im Austausch lasse ich ein bisschen, nehme ich ein bisschen Beton mit. Und zwar hier. Das nehme ich alles mit. Was soll der Geiz? Haben Sie unser kleines Experiment abschließen können? Also, wenn es alles zusammen ein kleines Experiment ist, dann frage ich mich, was doch wohl ein normales, geschweige denn ein großes Experiment ist. Hey, dieses Resultat ist sogar noch besser als erwartet. Was hätten Sie denn erwartet? Dass ich verkacke oder was? Ach Gottchen, war... Ist es schön, mal wieder richtig Anno zu spielen. Oh, die Spirituosen gehen langsam aus. Muss ich an die Reserven gehen? Habe ich überhaupt was gebunkert? Nein, natürlich nicht. 19, das reicht natürlich. Ich nehme natürlich perfekt mit 24 Frames auf. Oder 29, also das könnte ruckeln. Ich weiß es nicht, ob es ruckelt. Ich hoffe wirklich nicht. Wie es ruckelt. Ich habe es nämlich vorher eigentlich nicht getestet, also... So wirklich nein. Ich mache das lieber hier hinten. Die ganzen Schiffsproduktionen hier setze ich alle nach hier hinten. Ja, schließe ich doch am besten gleich hier an. Tycoon Schiffswerft gebaut. Was brauche ich denn hierfür? Tycoon Ingenieure. Immer diese blöden Tycoon-Ingenieure. Alles war genau geplant und dann springt mir in letzter Sekunde jemand ab. Sie nerven. Aber solange sie gehen, solange sie Geld geben, Geld geben, ist alles okay. Noch. Habe ich Munition? Nein, natürlich nicht. Ich kann ja hier dazwischen eigentlich ja ein Frachtschiff laufen lassen. Also baue ich ein Frachtschiff. So. Ah, halt. Nein, das war die falsche Taste. Ich hoffe, ich bedenke, dass da ja ein kleiner Schnitt drin war. Ja. Gut, wir sind angekommen. Würden Sie mir eventuell bei einem wichtigen Projekt assistieren? Nein. Und? Machen Sie bereits Fortschritte? Wo ist es denn? Da unten ist er. Ach, das ist doch ein Witz. Hallo? Registriere neues Fahrzeug. Jetzt. Und du brauchst gar nicht helfen, weil das ist nämlich nur ein Frachtschiff. Und da das jetzt fertig ist, bin ich erleichtert und richte eine Handelsroute ein. Zwar zwischen Neo und Iron Gate. Iron Gate, ja. Passt schon. Irgendwie so. Alles neu. Alles neu, was blinkt. Ich lade Beton ein und lade Beton hier aus und füge den Admiral hinzu. Was ist das? Feindliches Handelsschiff. Ach ja, genau, das muss ich ja einnehmen. Da sieht man mal wieder, was mit was für einer atemberaubenden Geschwindigkeit die Dinger fahren. Ich hoffe bloß, dass ich schnell andere bekomme. Ich habe noch 10 Beton. Was kann ich mit 10 Beton anfangen? Eine Munitionsfabrik herstellen. Aber ich glaube, dafür brauche ich nicht mal Beton. Wie wäre es hier einfach mal hin? Ein bisschen B.
kommen da schon mit 12 Beton. Solche Problemstellungen scheinen ihr Spezialgebiet zu sein. Langsam hast du den Barracuda-Stil drauf. Hey! Cool. Jetzt geht's aber ab hier. Mitbestimmung, aber ich habe noch keine Mitbestimmung. Naja. Willst dich am Elend der Verachteten weiden? Ist ihnen noch niemand gefolgt? Ah, Frischfleisch. Friedensgesuch, Waffenstillstand. Ich könnte schon Friedensgesuch machen, aber... nee, noch nicht. Noch habe ich keine Lust dazu. Obwohl eigentlich ja genau jetzt ja das eigentlich sein sollte. Nein, ich will keinen Abrissmodus. Willst dich am Elend der Verachteten Deal? Aha. Okay. Machen wir mal 5000, oder? Oder wollen wir einen Friedensgesuch machen? Wir können ja uns danach wieder mit denen anlegen, also von dem her. Okay, aber wenn das ein Trick ist, bist du Fischfutter. Nutzen Sie das Ankommen, Friedensgesuch. 5-mal! Juhu! Ein guter Einfall von Ihnen. Mhm. Finde ich auch. Sind gerade auf Tour, also bleib lieber weg. Richtig. Was haben wir denn hier so? Ach ja, genau das. Und das geht jetzt hier unter Spiel Abteilung Items. Oder Items heißt es eigentlich rein. Aber da ich ja kein Mitbestimmungsding habe, bringt es mir erstmal nichts und Haus raus. Bauen wir mal noch ein bisschen. Richtig schöner Gesang. Von einer atemberaubenden Stimme. Wo ich gleich selber lachen muss, dass ich sowas gesagt habe. Ja, kann man doch auch so hinbauen, oder? Geht doch genauso. Ja, bauen wir doch trotzdem noch so hin. Das ist eigentlich ganz nett, oder? Und Profit ist Profit. So, außerdem können wir jetzt hier das Wahrheitszentrum bauen. Und passt natürlich genau rein. Und ich tue natürlich gleich mal die Steuernahme erhöhen. Das ist ganz normal, das ist... Stillt das Bedürfnis nach Informationen und hier Bedürfnis nach Informationen. Reduziert die Bevölkerungswachstumsdauer. Zuwachsdauer, so. Erhöht die Steuernahmen für alle Tycoon-Einwohner im Einfluss. Gut. Passt ja. Das heißt, die haben jetzt auch Informationen. Die haben halt einen Lifestyle, weil ich Öl brauche. Das nur auf dieser Insel. Nein, nicht mal auf dieser Insel. Steht es zur Verfügung. Hier steht es zur Verfügung. Ich könnte hier eine reine Insel mit Uran und Öl machen. Hier haben wir... Ja, doch, das ist eigentlich machbar. Vor allem Gemüse und Kaffee ist jetzt nicht unbedingt so selten. Also hier, da... Da ist Kaffee und hier haben wir auch schon Gemüse und ich habe beim... Ach ja, der hat sich ja inzwischen verabschiedet wieder. Ohne irgendwas zu sagen, der Typi. Fällt mir jetzt erst gerade auf. Gar keine Angst um deinen Ruf? Alles im Lot? Trenchcoat. Einfach mal. Verschwunden. Sudala. Ich produziere jetzt auch Munition. Das ist gut.